Leute, willkommen im neuen Video. Ich gehe jetzt erstmal diese steile Treppe hier hinauf mit den alten Teppichstangen. Verstaubt ist er und hier muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man hier nicht herunterrutscht. Aber dieses Haus ist in die Jahre gekommen und oben auf dem Dachboden findet sich was. Das werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Das finde ich persönlich eigentlich total ekelhaft. Eingelegte Fische in den Gläsern, auf dem Dachboden. Guckt euch das mal an. Wer hat hier gewohnt? Wer hat einen Aal und andere Lebewesen in diese Einmachgläser hineingelegt? Das hat einen puren Gruselfaktor. Ich denke mal, der Typ, der hier gelebt hat, der war bestimmt nicht normal. War ja pervers. So was macht man doch nicht, oder? Unfassbar, was man hier in diesem Haus entdeckt. Boah, also sowas habe ich wirklich selten erlebt. Ein altes Metallbett wie aus einer Psychiatrie. Ein Skelett liegt auf dem frisch bezogenen Bett. Man muss sich das mal vorstellen, was hier los ist. Wer hat hier gelebt? Was für ein Monster hat in dieser zugewachsenen Bude hinter den vergilbten Gardinen gelebt und hat die Fische in Einmachgläser luftdicht verschlossen? Unfassbar, was man hier findet. 15.08.2001. So lange stehen die hier schon. 23 Jahre stehen diese Gefäße in dem zugewachsenen Haus auf dem dunklen Dachboden, in dem Raum mit dem alten Skelett. Auch hier ein Fisch eingelegt. Ich komme mir vor, als wenn ich hier in einer privaten Pathologie bin. Das ist ja ekelhaft. Der hat hier geschlafen. Mit diesen verstorbenen Tieren in der Bude, eingelegt in Alkohol, neben den alten Röhrenfernseher. Das muss man sich mal vorstellen. Meine Güte, was für Relikte aus der Vergangenheit. Eine alte TV-Antenne mit Luftschlangen. Ich denke mal, dieses Haus ist hier zu Karnevalszeiten verlassen worden. Das hier muss das Kinderzimmer gewesen sein. Nebenan lagen die eingemachten Fische. Normalerweise, meine Oma hat Kirschen, Pflaumen und sonstiges Obst in die Einmachgläser gestopft. Dieser Perverse, der in diesem Haus gewohnt hat, hat Tiere eingemacht. Er hat Tiere, massenhaft Tiere hat er eingemacht. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist doch nicht normal. Was ein krankes Hirn. Hier hat er gesessen. Hier hat er die alte Nähmaschine bedient. Oder seine Frau. Seine Frau hat die Adlernähmaschine bedient. Sie hat hier die Kleidung genäht. Sie hat die Kleider für die Puppen genäht. Und sie hat die Stofftiere wahrscheinlich geflickt. In dieser Ecke unter dem Dachboden hat sie gesessen und hat die Stoffe wieder in Ordnung gebracht. Leute, ich verlasse diese erste Etage des Grauens, was man hier oben sieht. Also es ist schon wirklich, es grenzt an Perversität, sowas zu machen, sowas einzulegen und sich das auch noch ins Schlafzimmer zu stellen. Und hier war die gemütliche Stube. Hier haben sie nichts ahnend mit ihrem Besuch gesessen und haben so getan, als wäre nichts gewesen. Niemand der Besucher, die sich hier auf dieses weiße Polstersofa gesetzt haben, haben gewusst, was sich in der ersten Etage in den dunklen Räumen verbirgt, was dort gesammelt worden ist, was dort in Gläsern vor sich hin vegetierte. Es ist einfach unfassbar. Es ist einfach unglaublich. Unglaublich. Seit 2001 verlassen. Seit 2001 ist dieses Haus verlassen. Thank you.
Leute, eine Bildzeitung habe ich hier gefunden. 10 Pfennig. Überlegt euch das mal. Glück und Segen in Deutschland. 10 Pfennig hat diese Zeitung gekostet. Ihr müsst euch das einmal vorstellen, wie lange das schon her ist. Ich glaube, heute kostet die Bildzeitung 1,50 Euro, 1,40 Euro, keine Ahnung. Wahnsinn. Hier haben sie die heile Welt gespielt in diesem Raum. Oben waren die Einmachgläser mit den Reptilien im Schlafzimmer. Und hier hat man nichts davon gesehen. Hier haben sie einfach gesessen, haben die Zeitung gelesen und haben so getan, als wäre nichts gewesen. Die Gardinen waren Tag und Nacht zugezogen, damit niemand von der Straße in dieses Haus gucken konnte. Ich habe auch drüben an der Gardine Blut gesehen, das zeige ich euch. Ich möchte mal gerne wissen, was hier passiert ist. Das ist echt eine ganz, ganz seltsame Bude. Wer seid ihr denn? Die Nachbarn. Die Nachbarn? Ja. Wisst ihr was davon, was hier passiert ist? Was machen Sie denn hier? Ich wollte was Eingemachtes essen. Ich habe gehört, ihr habt ganz viele Einmachgläser oben auf dem Dachboden. Ja Leute, was soll ich dazu sagen? Ein verstaubtes, altes Wohnzimmer. Eine Bildzeitung für 10 Pfennig, alte, gepolsterte Sessel, wie aus Omas Zeiten, säumen dieses Wohnzimmer. Hier schaut es aus, als wenn die alte Dame oder der Bewohner jeden Moment nach Hause kommt. Aber es ist natürlich nicht mehr so. Aber diese Bude hat irgendwas Besonderes und irgendwas ist hier auf jeden Fall vorgefallen, dass man hier alles verlassen hat. Und ich möchte wissen, wer hier gewohnt hat, wer oben die ganzen Tiere eingemacht hat in Gläser und sich einfach ins Schlafzimmer gestellt hat. Kein normaler Mensch macht sowas. Alte Hochzeitsbilder säumen den Nachttisch. Alte Krücken stehen in der Ecke. Und das Bett ist voll mit sämtlichen persönlichen Gegenständen der ehemaligen Bewohner, die in diesem Haus Jahrzehnte gewohnt haben oder gar sogar ihre Kindheit verbracht haben. Das war die ehemalige Küche der Bewohner. Einfach und spartanisch eingerichtet. Aber irgendwo herrscht hier auch völliges Chaos. Gemütlich ist was anderes. Ich denke mal, dieses Haus wurde aus irgendeinem Grund fluchtartig verlassen. Ja, das wird es so gewesen sein. Fluchtartig wurde dieses Haus verlassen und nie wieder betreten. Es ist schon wirklich seltsam, dass hier gepackte Kisten teilweise stehen. Alles ist halb eingepackt, aber niemand ist hier mehr zu sehen. Hier sind eingelegte Reptilien, Fische, ein Aal, das muss man sich einmal vorstellen. Wer macht sowas? Wer legt sowas ein? Das ist 2001 eingelegt worden und vor allen Dingen, wer stellt sich das ins Schlafzimmer? Das muss ein Perverser gewesen sein. Ich denke, es war ein Perverser, weil sowas grenzt echt an Perversität, sowas sich ins Schlafzimmer zu stellen. Also ich finde es richtig ekelhaft, sowas macht man nicht. Ihr müsst euch das mal vorstellen, hier in diesem Badezimmer, hier haben sie ihre Körper gewaschen, hier haben sie Hygiene betrieben. Guckt euch das mal an, was das ein schummriges Loch hier ist. Meine Güte, was ist das, eine dunkle Horrorbude in diesem Horrorbadezimmer. Hier haben sie sich die Zähne geputzt und hier in diesem voller Spinnenweben, vollgewebten Badezimmer, haben sie ihre Körper in dieser Badewanne gewaschen. Nachdem sie die Reptilien oben unterm Dachboden in die Einmachgläser eingelegt haben. Was eine Horrorvorstellung, Leute. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne wie immer hier oben wenn euch das Video gefallen hat, hier oben könnt ihr mich abonnieren. Auf der anderen Seite kommt das nächste Video. Wir fahren jetzt zur nächsten Location. Das war auf jeden Fall eine super gute Bude.